Hallo, willkommen bei Janni spielt. Ich spiele Fallout 4 und bin auf dem Weg in die zweite Siedlung, in die Siedlung, der ich saure Kleidung, ich suche sein, ich suche eine Kochplatte. Ah, da ist dann was drin, was ich brauche, um denen zu helfen gegen die Raider, soweit ich weiß, ganz Raider. Unterwegs einen Friedhof entdeckt. Der liegt jetzt aber schon hinter mir. Mal gucken, ob ich auch noch in die richtige Richtung laufe. Nein, natürlich nicht. Da muss ich lang. Bestimmt ist das Blumenpflücken auch für irgendwas gut. Was haben wir hier? Ein Auto. Sieht aus, als wäre da vorne eine Stadt. Ein Ort, irgendwas. Und was ist das da? Spielplatz. Spielplatz. Und das? Ja, Fluss. Zertreten wie ein paar Insekten. Soll mich das beeindrucken? Gut, jetzt reicht's aber. Wie soll ich denn dieses kleine Wurzelzeug treffen? Ey. Alex. Die sind viel zu schnell für dich. Wo bist du, Drecksvieh? Noch einen. Oh nein, mit dir bin ich ihn schon wieder angeschlagen. Mann. Dabei ging es mir gerade so gut. Ist doch ätzend. Was haben wir hier? Supermutanten, oder? Natürlich. Nein. Weg hier. Siedlung oder so. Baustelle auf jeden Fall. Mit Licht. Notsignal gefunden. Was bedeutet das? Notsignal verloren und dann bedeutet es schon nichts. Auf in die Schlacht! Auf in die Schlacht hier, wo bist du denn, du? Ich habe keine Muni mehr. Nein. Okay. Hätte ich beinahe gesagt. Drecksvieh. Na, durch mein plötzliches Ableben kann ich wenigstens auch nochmal den Friedhof zeigen. Sorry, da hat das Telefon gebimmelt. Das ist also der Friedhof. Oh, paar. In denen aber nichts drin ist. Ja, und jetzt laufe ich wieder zurück. Mann, Mann. Blöder Mutantenhund. Also hier am Friedhof gab es auch weiter nichts irgendwie Erwähnenswertes. Einen kleinen Bogen um diese Mutantendinger machen. Dafür sorgen, dass der blöde Roboter bei mir bleibt und nicht sonst wohin rennt. Und krabbelt was? Oh Gott.
mal gucken, so von oben. So, das hier ist. Sieht auch aus wie eine Siedlung. Oder Raider oder so. Ob ich da mal hingehe? Sieht jetzt nicht so weit aus. Abgestürztes Flugzeug. Creepy. Hier schießt was. Xian, Xian. Was denn? Die Hilfe brauchen? Ob das Raider sind? Ich kann es nicht sehen. Wer ballert denn hier so gut? Einfach ignorieren und da mal hochgehen. Die ballern bestimmt auch noch, wenn ich wiederkomme. Doch, da geht's nicht hoch. Dammit. Ah, doch. Wir schießen. Ich komme in früh. Hey. Gunnar. Jetzt sterbe ich ja schon wieder. Wo ist mein scheiß Roboter? Mann! So, da bin ich wieder. Wenn man sich auf andere verlässt, dann ist man verlassen, sage ich Ihnen nur. Total ätzend. Inzwischen sind wir wieder einem Riesenskorpion begegnet und ungefähr 10 wilden Hunden. Aber wir haben es überlebt. Was das hier ist, weiß ich nicht. Aussichtsplattform. Jemand da? Da ist nichts mehr. Was? Scheiße, was war das? Raider? Irgendwas? Keine Ahnung. Ich sehe nichts. Da ist was Böses da. Das Jet wird dich nervös machen. Schätze, sie hatte recht. Nee, hey, doch mal gucken. Da ist was zum Ernten, glaube ich. First things first. Blutblatt. Roboter, bist du da? Trödel. Ich wohl was anderes anziehen. Und die habe ich noch gar nicht aufgepackt. Gut, da sind noch einer, verdammt. Oh Mann. Ich muss schon sagen, sterben macht keinen Spaß. Das ist ja mega ätzend. Das ist mein 5. Anlauf oder so. Überall, wo ich hingehe, sind... Da oben ist ein riesen Wachroboter. One Hit. Also er mich, nicht ich ihn. Da hier irgendwo ist der Skorpion. Da drüben ist das Hunderudel. Mal gucken, was hier ist. Alle hassen mich. Aber hier Supermutanten. Ein paar sogar. Versuchen, einen großen Bogen zu machen. Mal kurz auf die Map. Noch ein Stückchen ist es. Und für Zeit für bessere Waffen mal. Aber hier. Oh, ich will es gar nicht wissen, glaube ich. Schnell weg. Ich hab's nicht. Ich gehe jetzt mal erst zur Siedlung. Ich sollte auch mal dran denken, öfter F5 zu drücken. Könnte ich ja jetzt gleich mal machen. Dann wäre das auch gar nicht so dramatisch, wenn ich sterbe, aber. Ich vergesse es eben dauernd. Da geht's runter, da will ich nicht hin. Und bin jetzt 5-mal wieder am Friedhof rausgekommen. Das ist dann natürlich schon frustrierend.
Irgendwo hier muss es sein. Da ist wieder eine Schmeißfliege. Stechflügler. Roboter, mach doch was, meine Güte. Oh Gott. Witzbold. Da vorne muss ich irgendwo hin. Also von den Blumen hier gibt es ja wie Sand am Meer. Ein Gewächshaus. Kinderkrippe Greentop. Hier draußen muss man sich von Tag zu Tag hangeln. Das ist ja hübsch. Sowas will ich auch. Kann ich sowas bauen? Ich glaube jetzt mal nichts. Da ist jemand, mit dem ich reden soll. Die will, dass ich gegen Supermutanten kämpfe, mein Problem. Oder? Die Minutemen sind immer bereit zu helfen. Worum geht's? Eine Gruppe wilder Ghule hat sich in der Nähe eingenistet. Und ein paar von ihnen machen jetzt die Gegend unsicher. Wenn noch mehr da draußen rumlaufen, werden sie uns irgendwann überrennen. Wir brauchen jemanden, der sich um sie kümmert. Ich glaube, Ghule sind okay. Sind Ghule öfter ein Problem? Weiß nicht. Vielleicht sind es in letzter Zeit mehr geworden. Vielleicht fühlt es sich aber auch nur so an. Ich bin dran. Ist so gut wie erledigt. Ich bin froh, wenn ich sie endlich los bin. Tja, bestimmt. Und wo sind die guten Ghule? Da, Trainingsgelände der Nationalgarde. Okay. Kann ich denn? Ja, ich muss nicht schlafen. Ich bin auch gut erholt, glaube ich. Ja. Hier gibt es eh nichts zum Schlafen. Keine Betten hier. Was ist los? Okay. Mal gucken, ob die Richtung stimmt. Ja, einigermaßen. Also auf zu den Ghulen. Ich frage mich, warum ich manchmal meine Lebensleiste links unten sehe und manchmal nicht. Jetzt sehe ich sie gerade nicht. Keine Ahnung, warum das so ist. Satellitenanlage. Ich muss aber mehr so da lang. Sicherheitshalber. Ich muss dann wohl das da sein. Was auch immer es ist. Das sind keine super-duper-Ghule. Trainingsgelände der Nationalgarde. Okay, hier. Oh, wie aufregend all das doch ist. Tatsächlich. Hervorragend! Kämpft ihr! Ja, meine Güte. Entdeckt!
Ich gehe ein bisschen näher ran. Ich muss da mich ja eigentlich nicht treffen können. Das Schloss kriege ich nicht auf. Verdammt. Roboter, machst du auch irgendwas? Nö. Ein schöner Abend für eine kleine Brücke. Oh, das war's schon. Hahaha. Funny. Leere Gule. Oh, noch ein Geschütz. Ich sehe das doch. Was haben wir hier? Ein Kampfroboter? Orte feindliche Lebensformen. Ja, dann mach doch mal was, du. Soll ich ja hochheben? Von mir aus sehe ich es nicht. Und habt ihr noch Spaß? Nein. Ich treff's zu wenig. Ich schwitze ja noch nicht mal. Du machst ja auch nichts. Wie willst du schwitzen? Die Tür geht nicht auf, verdammt. Ich hole da runter. Da geht's auch nicht rein. Oh Mann. Tja. Jetzt bin ich da relativ gefangen. Und die kommen irgendwo rein. Ich habe die Kreissäge, auf der dein Name steht. Wow, er hat endlich mal was gemacht, unglaublich. Wie komme ich da rein? Oh nein, mit dir bin ich noch nicht fertig. Ganz und gar nicht. Kinderspiel! Die haben sich verzogen, was? So nicht. Ganz und gar nicht. Du redest auch nur dumm Zeug. Echt. Überhaupt nicht hilfreich. Hier geht's nirgendwo rein. Ich bin gleich da, Mann. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Aber. Was ist noch so ein Bunkerding? Jetzt bin ich aber sehr angeschlagen. Schlafen ist, glaube ich, eine gute Idee. So, liegen hier noch mehr Minen. Das hat mich jetzt nicht wirklich weitergebracht. Du versteckst dich hier irgendwo. Da ist eine Tür. Und da war ich, glaube ich, schon. Die geht nicht auf. Das
Schloss sieht stabil aus. Ah, ist noch eine Hütte? Nein. Oh Mann, sei doch nicht so lahmarschig. Ich kann nicht durchs Fenster rein. Durch den Kisten irgendwie muss es doch da reingehen. Überlassen Sie den mir, Ma'am. Ja, ja, was dabei rauskommt, sehe ich doch. Ach, Mann. Von hier aus könnte ich es vielleicht sogar abschießen. Wie heißt das? Rückschlag? Ja. Ihr habt ihr nicht raus. Jetzt schießt schon. Ich mach mal Päuschen drüben, bis ich das Ding kaputt. Ich habe dann das Scharfschützengewehr genommen, damit ging es ganz gut. Aber mir noch keine Möglichkeit gefunden, da reinzukommen. Was ich ein bisschen strange finde. Ich bin ja hierher geschickt worden. Gibt's hier noch den Eingang? Einen, der nicht so gut gesichert ist. Ah. Nein. Oh. Das war klasse. Okay. Gut, dass ich gerade erst gespeichert habe. Manu. Also dran denken, hier liegen überall Minen. Allerdings sehe ich sie nicht. Boden gucken. Ja, das braucht er bestimmt nicht mehr. Das glaube ich auch nicht. Ja, cool, ich sehe nicht. Spielchen nochmal. Ah, hallo. Ich habe hier auch sowas wie Molotow-Cocktails und sowas. Ich habe die eh schon ausgerüstet. Darf, Ma'am, dieser Ort wirkt ein wenig
geschehen. Auf in die Schlacht! Okay. Gut, jetzt reicht's aber. Heck, nur ein Panzer. Autsch, ich sterbe. Oh, ich sterbe doch wieder. So, jetzt das Ganze nochmal. Ich habe jetzt mal ein paar Granaten geworfen. Ich hoffe, dass die meisten weg sind, zumindest die anfänglichen drei. Auf in die Schlacht! Fliegt alles von den Wänden. Ich traue mich hier gar nicht rein. Das sind alle so furchtbar böse. Zumindest auf dem Klo ist keine schicke Haarbürste. Flagge brauche ich auch nicht. Aber das brauche ich bestimmt. Leer. Ach, Roboter, du. Ich wollte jetzt nichts herstellen. Silbergabel. Im Moment geht es mir gar nicht so schlecht. Ich muss nicht schlafen. Oder wäre jetzt im Bett gewesen? Ah, hallo. Ja, im Kopf. Pilotenhelm. Ja. So. Ups. So, da war ein Terminal. Kann ich wahrscheinlich wieder nicht hacken. Ne? So gut geschützt. Ja. Hier noch was am Leben. Anscheinend nicht. Ritter Atis, Astlin. Notrufsender. Hm? Golduhr. Was mache ich jetzt mit dem Notrufsender? Hm. Ich soll schon wieder raus. Na, erst gucke ich mich hier noch ein bisschen um. Vielleicht gibt es ja noch was Nettes. Sieht zwar nicht so aus. Hier. Mac and Cheese. Ich bin jetzt im Obergeschoss und habe hier ein Passwort gefunden. Vielleicht hilft mir das ja an dem Terminal. Ja, das ist schön. Ja, bitte. Türen werden geöffnet. Okay. Was war das jetzt gut? Hm. War das die Tür, die vorhin geschlossen war? Ja, genau. Das ist das, wo
ich vorhin nicht reingekommen. War doch klar. Irgendwas ist da gerade in die Luft geflogen. Ich habe keine Ahnung was. Aber zumindest speichert er ja jetzt, wenn ich das, den Raum verlasse. Ja, bin ich denn hier? Ich dachte, hier ging es wieder raus. Ein Spielzeug-Alien, den nehme ich doch. Oder bist du da? Ja. Was ist denn da los? Na, was ist da wohl los? Da ist eben was vorbeigeschlichen, ich habe es gesehen. Da drinnen ist noch was. Alles leer. Oh, wegen der Pistole. Nehme ich doch. Automatikpistole. Wie? Roboter. Oh Mann. Auf der feindliche Lebensraum. Soll mich das beeindrucken? Super, das hat mir jetzt gerade zum Ende der Aufnahme noch gefehlt. Yay, ich habe es doch noch nach draußen geschafft. Allerdings bin ich tatsächlich noch ein paar Tode gestorben. Da waren noch ganz, ganz böse Ghouls, verstrahlte Ghouls. Aber jetzt habe ich aufgeräumt. Komm ich hier nicht raus? Ah doch. Ich dachte schon. Ich habe hier das Passwort gefunden. So nichts wie raus hier. Und damit dürfte das... Vielleicht geht die Tür jetzt auch auf. Mach Guck. Waffenkammer. Könnte ja ganz interessant sein. Ja. Ist hier vielleicht ein paar Ghule, die ich andocken kann. Oh, das habe ich alle ausgeschaltet, verdammt. Nicht gut, gar nicht gut. Also, Waffenkammer ist toll, aber das scheint mir ein bisschen gefährlich da drin. Ich hätte die Laser nicht ausschalten sollen. Was ist jetzt los? Oh!
Oh, Hilfe. Was? Der ist mit hier reingekommen? Oder war der hier drin? Verdammt. Er war fast tot. Und jetzt spawne ich die ganze Zeit wieder, wenn der jetzt aufkommt. Nicht nur mein Bein ist verletzt. Ah, funny. Ich glaube, an der Stelle werde ich die Folge jetzt mal beenden. Wo ich jetzt noch 10 Tode sterbe. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.